Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir aus dem Gierkeller. Ich bin gerade hier am Packen für die Tour am Wochenende. Da geht es endlich in die Berge. Wenn ihr das Video seht, bin ich im Schnee. Und dabei, bei dem ganzen Packen, bin ich über so ein paar alte Ausrüstungsgegenstände nochmal gestolpert, die ich schon lange nicht mehr nutze, sie aber natürlich noch habe. Also teilweise nutze ich sie auch noch, aber einige davon auch nicht mehr. Quasi mein altes Bushcraft Outdoor Kochset. Und habe mir gedacht, es wäre doch mal ganz interessant, mein altes Set zu zeigen und wie sich das jetzt so über die Jahre entwickelt hat. Warum, wieso, weshalb. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ihr sitzt, der Tisch ist vollgepackt. Ich habe hier einen Topf, ich habe hier Pfannen. Ich habe meinen alten Tatonka Händelmack. Ich habe mir nochmal schnell eine Pouch zusammengestellt, so wie ich sie damals auch genutzt habe. Mittlerweile nutze ich das hier alles zum größten Teil nicht mehr, denn die Sachen sind mir alle mittlerweile zu schwer geworden. Ich habe abgespeckt, ich auch ein bisschen, aber hauptsächlich am Gewicht von meiner Ausrüstung. Habe leichtere Sachen, Ultralight-Sachen, ja, mag man sagen, weil es die leichten ihrer Art sind. Mit dem Rucksack, weil mir alles, wie gesagt, zu schwer geworden ist. Wenn man das Ganze hier auf dem Haufen sieht, ja, der Tatonka Händelmack, eine Edelstahltasse, unverwüstlich, das Teil, richtig geil. Die alten Hasen kennen das noch. Da habe ich sogar damals noch mir von Kahel, das ist wirklich was nur für die ganz alten Hasen, so einen Deckel bestellt. Damals gab es eben noch keine Deckel, damals gab es keine Titantassen. Und ja, da war eben jemand aus einer Community, der diese Deckel gefertigt hat für einen Zehner, glaube ich, damals. Für alle möglichen Varianten, für die Nierenbecher etc. Gier, mit der ich angefangen habe, auch hier dieser Holzvergaser, steht jetzt auch schon seit 4 Jahren bei mir im Keller. Wenn ich größer gekocht habe, kam dann ja so ein Topf hier mit. Ja, da konnte man schon einen kleinen Eintopf drin machen. Der Klassiker, die Jägerpfanne mit dem Klappgriff, war auch schon lange nicht mehr im Einsatz. Man sieht es, hier ist ordentlich Patina drauf. Vor allem hier ist ordentlich Rost drauf. Brauche auf jeden Fall nochmal Pflege. Wiegt natürlich was. Die kommt tatsächlich immer nochmal mit. Je nachdem, was ich vorhabe. Früher habe ich so eine Pouch hier genutzt. Jetzt hier eine von Vanquest. Ich hatte teilweise günstigere No-Name-Pouches. Die waren vollgestopft von oben bis unten mit allem möglichen Zeug, mit Paddlingen, die auch alles andere als leicht sind, mit großen Feuerstählen. Messer, Gabel, Löffel, ein großes Victorinox. Hier nochmal drin ein großes Stück Kienspan. Hier hinten hatte ich dann, das hatte ich tatsächlich so auch verwendet, irgendwann später mal, dann die kleine Bushbox drin, die Bushbox LF. Auch das Teil ist vom Gewicht her ein ordentlicher Brummer. Packmaß natürlich richtig genial. Worüber ich auch noch gestolpert bin, ist die Firebox hier, die Firebox Nano oder Mini, ich weiß es gar nicht. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwann mal auf eBay Kleinanzeigen geschossen. Noch komplett neu, unbenutzt. Eigentlich auch ein richtig cooles Set, schön klein, kompakt, auch nicht das leichteste, aber irgendwie habe ich es nicht genutzt, wird mal Zeit, dass ich es nutze. Ja, aber wie gesagt, so habe ich angefangen. Ja, wiegen wir das Ganze mal schnell durch. Der Holzvergaser 430 Gramm, alternativ die Bushbox LF 540 Gramm, noch ein gutes Stück schwerer. Hier die Firebox kommt auf, ach, tatsächlich 277, doch tatsächlich nur die Hälfte davon. Der Tatonka Händelmack hier mit dem Deckel 180 Gramm. Das Topset hier 237 Gramm, relativ leicht, ist Aluminium. Die Jägerpfanne schlägt mit 617 Gramm zu Buche. Und dann gucken wir mal das Set hier. Ja, ist jetzt so halb vollständig, würde ich mal sagen. Auch nochmal 526 Gramm, ein halbes Kilo. Das heißt, wir sind hier schon bei 1,5 bis 2 Kilo etwa, je nachdem, wie man es zusammenstellt. Das war noch nicht alles, ja, ganz vergessen. Ja, der Trangia, der kam natürlich auch mit. Okay, der ist jetzt vorgefüllt, 140 Gramm. Und ja, dann hatte ich immer noch, ja, so einen Windschutz mit dabei. Nochmal 100 Gramm, sind wir nochmal bei 240 Gramm. Und tatsächlich relativ früh schon solche, ja, die Titan-Topfständer für den Trangia, 17 Gramm. Wahnsinn. Also grob 250 Gramm kommen nochmal mit dazu, sodass ich quasi entweder auf, ja, Spiritus kochen konnte oder mir auf einem kleinen Holzfeuer eben was zubereiten konnte. Ist schon ordentlich Material und das nur, damit man was zu kochen hat. Hier ist noch kein Brennstoff mit dabei. Hier ist noch nichts zu essen mit dabei. Ist schon der absolute Wahnsinn. Und wie gesagt, das war mir halt einfach zu schwer. Für alles habe ich jetzt mittlerweile Ersatz natürlich, denn ihr wisst ja, ich koche draußen viel, ich koche draußen gerne. Jetzt hole ich mal die neuen Sachen raus und dann schauen wir mal an,
was sich da so entwickelt hat, wo ich da so ein bisschen Gewicht eingespart habe und auf was für ein Gesamtgewicht ich jetzt dort etwa komme. Kocher habe ich in den letzten Jahren etliche ausprobiert, von Kopien vom Trangia, vom S-Bit-Brenner. Auch das hier ist mir noch übrig geblieben, auch so eine Titanschale mit einklappbaren Beinchen. Ist dann aber nicht wirklich geworden, weil ja die Tasse hier ist zu klein dafür, da braucht man einen größeren Topf. Hat nicht so funktioniert, auch sehr windanfällig. Eine Lösung, die ich relativ lang hatte, war zwischenzeitlich der Tokes Siphon Brenner. Dazu gibt es auch ein separates Video bei mir auf dem Kanal. Der Brenner selbst, 23 Gramm, kommt mit so einem kleinen Titangestell als Topfständer. Nochmal 19 Gramm obendrauf und ein wirklich kleines Packsäckchen dazu. Sind wir bei 47 Gramm gesamt. Eigentlich auch ein schönes kleines System. Habe ich wirklich gerne genutzt. Hat sich bei mir das durchaus auch bezahlt gemacht. Ein sehr effizienter Brenner. Mittlerweile, ihr kennt es, ist ein anderes System. Und zwar der X-Boil. Muss ich nicht weiter vorstellen. Ist einfach ein System All-in-One. Topfständer, Brenner und Windschutz in einem. Mit bei 45 Gramm hier die Ultraleicht-Variante. Das Ding funktioniert einfach. Egal ob Winter, ob Sommer. Es ist ultra sicher, wenn ich umschmeiße, passiert nichts. Gibt genug Videos zum X-Boil, ein System, das sich bei mir eingespielt hat. Und also da muss schon irgendwas Brutales um die Ecke kommen, dass ich den wieder gegen irgendwas austausche. Aber sag niemals nie. Ja, also das quasi hier dann, das, was am Schluss gewonnen hat bei den Spiritusbrennern, auch weil ich keinen zusätzlichen Windschutz mehr benötige. Gucken wir uns mal an, was im Bereich Hobos möglich ist. Mit der Bushbox LF, finde ich, hat Bushcraft Essentials damals ein richtig geiles System rausgebracht. Die Klapp-Variante von der großen Bushbox, aber nicht ganz so groß. Hier ist die Stahl-Variante, gibt es natürlich auch nochmal in der Titan-Variante. Hat bei mir auch etliche Feuer mitgemacht. Ich habe das Teil stundenlang durchgeheizt. Mag das Teil auch noch gern. Im Winter kommt es auch noch gern mit, so auf so Übergangstouren. Wenn ich weiß, ich kann kein richtig großes Feuer machen, weil ich irgendwo im Wald lagere. Aber es ist ein Hobo, der nochmal eine schöne Wärme ausstrahlt. Da hat er auf jeden Fall auch Vorteile gegenüber meinen zukünftigen. Ganz am Anfang hatte ich dann auch so Holzfahrgaser gehabt, diverse andere kleine Hobos, die aber nicht so wirklich pralle waren vom Konzept her. Ja, und mittlerweile bin ich jetzt bei den Pico-Grills gelandet. Ihr kennt sie vielleicht aus meinen letzten Videos. Habe jetzt sowohl den 85 als auch den, ich glaube, 239, 293. Ich werfe die Namen immer wieder durcheinander. Ich baue sie mal kurz auf. Sind zwei ultra leichte Hobos, der hier tatsächlich 85 Gramm. Ihr seht ein ganz einfaches System aus so einem Federstahl. 82 Gramm der Hobo und dann kommt hier noch ein so ein Stabilisierungsstab dazu. Da sind wir jetzt hier bei 93 Gramm. Hier in der Tasche habe ich jetzt noch einen zusätzlichen Untergrundschutz, so eine Flammschutzmatte. Jetzt der reine Hobo 117 Gramm. Für das komplette Set ist natürlich der Wahnsinn. Das ist jetzt ein Fünftel vom Gewicht von der Bushbox oder auch von so einem Holzvergaser. Vom Feuervolumen her größer als die kleine, als die Bushbox LF, kleiner als die Bushbox XL. Das Teil hat massiv Luftlöcher, zieht wie Sau, muss man ganz ehrlich sagen. Der Vorteil ist aber auch so gleich der Nachteil. Das Teil kannst du nämlich nur im Vollgasmodus betreiben. Das Brennholz geht brutal schnell durch. So schnell wie es da ist, ist es dann aber auch wieder weg. Das Teil mal 2 Minuten außer Sicht gelassen und schon ist es runtergebrannt und dann hast du wirklich wieder Probleme, sie entsprechend anzubekommen. Ich habe noch den großen Bruder davon, den Pico Grill 239. Ist echt schon eine halbe kleine Feuerschale. 202 Gramm. Mit dazu kommt dann noch ein Topfkreuz. Und dann sind wir hier in der Minimalvariante bei 259 Gramm. Mitgeliefert werden dann auch nochmal 3 solche Spieße. Braucht es prinzipiell zum Betrieb nicht. Einen sollte man auf jeden Fall dabei haben, denn damit lässt sich das Ganze dann besser verstauen. Ich mache mal noch einen dazu. Sind wir bei 296 Gramm und die Taschen noch drauf. 330 Gramm. Damit kann man schon richtig ordentlich großes Feuer machen, um was drauf zu grillen, um längere Kochsessionen zu machen. Aber auch gleiches Thema wie bei dem kleinen Pico-Grill. Ist, er zieht extrem gut und so gut wie er zieht, so schnell ist er dann auch wieder runtergebrannt. Aber macht dann gerade, wenn man zu zweit, zu dritt dran sitzt, auch wieder nochmal eine schönere Flamme. Nachteil bei dem Ganzen natürlich, die heiße Asche landet direkt auf dem Boden. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr den Untergrund entsprechend schützt. Das sind so meine Varianten, die ich jetzt als Bushbox-Alternative
nutze als Alternative zum Holzvergaser. Wie gesagt, mit 120 Gramm oder so und hier ein bisschen mehr, 300 Gramm im Gesamten, ist es echt schon ein geiles System. Und vom Brennraum hier sind wir hier auch größer als bei der Bushbox XL. Das ist schon ein ordentliches Feuer, was man hier drin zum Brennen bringen kann. Ja, jetzt zum Kochgeschirr. Auch hier gab es über die Jahre so ein bisschen Veränderungen, so ein bisschen Evolution. Die Pfanne war natürlich nicht von Anfang an mit dabei. Die ist tatsächlich erst seit 4 Jahren etwa dabei. Das allerdings, wie gesagt, von Anfang an, der kam auch relativ frühzeitig. Was dann auch relativ früh kam, war dann so ein Faltbecher von Wildo. Einfach nur, um sich nochmal so einen Tee darin zu machen, wenn man eben aus dem anderen Topf dann hier essen wollte. 25 Gramm, recht leicht. Die Evolution nach dem Tatonka-Becher, weil man gemerkt hat, ja, 500 Milliliter bis Oberkante, 350 gehen effektiv rein, ist ein bisschen knapp, war dann als auch vor 4-5 Jahren etwa die Titan-Tassen dann in Mode gekommen sind. Hier meine allererste dann von Tokes, der Titan-Becher mit Deckel dann. Das war dann das absolute Highlight, dass man schon einen Deckel hatte, den es dann ab Werk gab. 98 Gramm ist dann schon eine ordentliche Ansage. 750 Milliliter Volumen macht schon was her. Zwischenzeitlich kam dann natürlich auch noch die klassische Benjamin Klausner Tatonka Bowl. Auch eine schöne kleine Pfanne, aber man kann darin nicht wirklich ordentlich braten. Was man anbrät, brennt tatsächlich an. Es ist eher sowas, wenn ich mir eine Dosensuppe warm mache oder sowas mit etwas mit viel Flüssigkeit, das geht darin gut oder eben um heraus zu essen. Ja, 750 Milliliter, den Topf hatte ich dann noch in anderen Varianten mit einem entsprechenden Henkel, dass man sich ihn übers Feuer hängen konnte. Aber letztendlich bin ich dann vor, ich glaube, vorletztem Jahr bei dem Topf hier oder dem Set hier dann gelandet. Hier ist nur der Packsack. Und zwar habe ich hier einen 900 Milliliter Titantopf. Der ist von Ibasingo, glaube ich. Mit einem seitlichen Griff. 900 Milliliter bis oben hin. 600-700 Milliliter kriegt man problemlos hier rein. Ist halt optimal, um sich auch mal eine größere Portion zu machen. Ein bisschen mehr Wasser warm zu machen. Darin jetzt hier schon eine kleine Brennstoffflasche. Dann habe ich tatsächlich den X-Boil hier drin. Noch einen kleinen, ja, Topfbecher, um dann zu trinken, dass ich mir eben heißes Wasser warm mache, mache mir hier meinen Kaffee. Da bin ich eben weg von Plastik, auch hin zu Titan. Wiegt natürlich ein bisschen mehr, alleine der Becher hier wiegt 63 Gramm, aber den kann ich eben zur Not auch noch ins Feuer stellen oder auf den X-Boil obendrauf, um mir nur dort drin eine kleine Menge warm zu machen. Da habe ich noch einen kleinen Lederlappen drin, einfach nochmal, um was vom Feuer runterholen zu können, ohne mich zu verbrennen. Oder nochmal sowas wie hier, einen ganz kleinen Potgrip. Ja, und ganz dekadent ein kleiner Lippenschutz aus Silikon. Ja, wenn ich was Warmes trinke, dass ich mir die Lippen entsprechend nicht verbrenne. Damit mein Essen draußen nicht so schnell kalt wird, dann so ein Pot-Cozy, der ist hier von Bestago. Der war, glaube ich, bei so einem 750 Milliliter Topf mit dabei. Und ja, hier drin dann der X-Boil in der ganz neuen Variante, wo man problemlos eine Pfanne draufstellen kann. Lass uns das ganze Set mal wiegen. Also wir haben hier den Topf mit Deckel, 136 Gramm, noch ein Becher mit dazu, 255 mit der Pouch hier. Die Pouch außenrum braucht man nicht unbedingt. Im Gesamtset mit X-Boil sind wir hier bei 317 Gramm. Im Gegensatz zu, ihr habt eben gesehen, was haben wir hier gehabt? 237 plus 180, 206, also über 400 Gramm. Dafür hatte ich eben hier keinen Pot-Cozy mit dabei. Ich habe hier schon den kompletten Brenner mit dabei. Bei der Pfanne hat sich auch was geändert. Da bin ich im letzten Jahr, habe ich da irgendwann umgeschwenkt, nochmal auf so eine Titanpfanne hier von Boundless Voyage. Innen hat die eine Keramik-Anti-Haftbeschichtung. Schönes kleines Fännchen. Auch hier kriegt man eine ordentliche Portion rein. Gebratene Nudeln, ein bisschen Fleisch angebraten, funktioniert hier drin einwandfrei. Mit 125 Gramm auch nicht zu schwer. Wiegt weniger als ein Viertel von der Klapppfanne. Natürlich kommt es nicht jedes Mal mit. Genauso wie die Jägerpfanne kommt die auch nicht jedes Mal mit. Aber wenn ich was braten will und mir eben mein normales Topfset nicht ausreicht, ist das Ding hier einwandfrei. Töpfe, Pfannen haben wir durch, Spiritusbrenner haben wir durch, Hobos haben wir durch. Bleibt nur noch das Kochset an sich.
Und auch da ist es natürlich ultra light geworden. Mein altes Set habe ich jetzt so natürlich nicht mehr darum liegen. Die Sachen sind teilweise verkauft worden. Teilweise habe ich die Sachen umgestellt. Ja, hier mal, wie gesagt, so grob die Zusammenstellung, die ich da hatte. Waren meistens noch ein bisschen Gewürze drin. Da waren noch Streichhölzer dabei und nochmal ein S-Bit drin. Eine massive Tasche, die so, wie gesagt, über ein halbes Kilo wiegt. Mittlerweile bin ich weg von diesem taktischen Pouch. Hab dann hier so eine Pouch aus Silnylon. Hier von 3FUL Gear, so ein kleines Teil, wasserdicht, und ja, da habe ich alles drin. Nur mal direkt zum Vergleich, das Teil wiegt 130 Gramm gepackt, also sind wir hier auch nochmal bei einem Drittel von dem Ganzen hier. Ließe sich wahrscheinlich nochmal im Gewicht reduzieren, aber so die Basics habe ich jetzt hier drin und habe jetzt auch noch Sachen drin, die jetzt in dem alten Netz vielleicht nicht mit drin sind. Also ich habe hier ein bisschen Zunder, dann habe ich ein kleines Blasrohr. Allein hier haben wir jetzt schon 37 Gramm, das ist quasi schon fast ein Drittel von dem Gewicht von der Pouch hier. Auch nicht immer mitkommt diese Titan-Grillzange, 19 Gramm, wenn man gerade Würstchen grillen will oder so, ist das Teil echt praktisch. Statt Messergabel, Löffel nochmal mitzunehmen, kommt einfach hier eine Titan-Spork mit, 13 Gramm. Braucht man eigentlich nicht, aber ich habe es immer noch mal gern. Einfach einen ganz kleinen, einfachen Holzlöffel für meinen Kaffee. 5 Gramm. Sehr, sehr leicht. Geht natürlich noch leichter. Man könnte sich kleine Plastiklöffelchen mitnehmen, die noch weniger wiegen. Aber mag dann doch schon ein bisschen die Haptik von dem Holz hier. Beim Feuerstahl, ich habe den großen Light My Fire. Ich habe noch den großen von Kopilka. Aber tatsächlich ist dann einfach der kleine von Light My Fire dabei. 14 Gramm. Damit wurden über die Jahre auch schon etliche Feuer angezündet. Das Teil funktioniert noch tadellos und er wird mir auch noch viele Jahre gute Dienste leisten. Feuerzeug hatte ich damals schon eins dabei. Heute habe ich immer noch eins dabei. Manchmal auch nur das Feuerzeug. Ich weiß mittlerweile, wie ein Feuer mit dem Feuerstahl angeht. Mach es aber trotzdem einfach gern. Wenn es was zu braten gibt in der Pfanne, weil es eben eine Keramikbeschichtung ist, die ich nicht kaputt machen möchte, nochmal so einen kleinen Olivenholzschaber. Auch der 21 Gramm. Braucht man nicht, könnte man sich vor Ort noch im Wald schnitzen. Das Teil einfach lieb gewonnen, ich nutze es gern. Pouch selber 10 Gramm, also auch sehr, sehr leicht. Und das sind die Basics, die ich mit habe an Zubehör. Auch hier, wie gesagt, massiv an Gewicht gespart. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit des Ganzen. Was habe ich denn jetzt an Gewicht gespart? Ich stelle jetzt mal das Set komplett zusammen, sodass wir es vergleichen können. Pfanne plus, ja, Basic Kochset. 270 Gramm, bisschen aufgerundet, 270 Gramm. Dazu der Topf mit, ja, nochmal einer Tasse und X-Boil drin. 320 Gramm sind 590 Gramm. Und dazu der Pico-Grill mit der Unterlegmatte, 180 Gramm, 770 Gramm. Das heißt, ich habe hier massiv 50% Minimum an Gewicht gespart, wenn ich mir im Gegensatz zu dem, was ich früher mit hatte, eher noch mehr, und vom Packmaß bin ich halt auch ein gutes Stück kleiner. Ich bin mit meinem Set sehr, sehr zufrieden. Es wird wahrscheinlich nicht die letzte Ausbaustufe sein. Hier und da habe ich noch andere Titantöpfe, die, je nachdem, was ich koche, was ich vorhabe, mitkomme. Ja, aber ein schönes Set, ja, mit allem, was man braucht. Damit sind wir am Ende. Mehr gibt es nicht zu sagen. Einfach mal so ein bisschen euch auf die Reise mitgenommen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Vielleicht hat der ein oder andere hier und da noch mal ein paar Anregungen bekommen. Ich habe auch mal noch mal vor, so eine Tour wie früher zu machen mit der alten Ausrüstung, insofern ich sie noch habe. Also einen Großteil habe ich noch. Rucksack fehlt, aber Schlafsack habe ich tatsächlich noch. Isomatte habe ich noch. Das Tarp hat der Schaki noch. Das war nämlich das Bundeswehr-Tarp. Vielleicht mal noch mal so eine Tour machen wie früher mit der Ausrüstung von früher, aber den Erfahrungen von heute. Oder wenn ihr Bock habt, dass ich das mache, dann haut es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich muss jetzt weiterpacken und ja, dann geht es für mich übermorgen raus, ab in die Berge, in den Schnee. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier mit einem weiteren Video. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht's gut, bis bald und ciao. So, und jetzt den ganzen Kram hier wieder verräumen, weil das brauche ich fürs Wochenende fast alles nicht. Vielleicht mit, aber der Rest bleibt zu Hause. Es wird wild.